Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Florence, auch bekannt als Flo, war meine Ehefrau. Ich nenne mich Jack. Unsere Wege kreuzten sich auf dem College und wir heirateten kurz nach dem Abschluss unseres Studiums. Wir führten ein typisches Eheleben mit Kindern, einem Haus und einer Hypothek. Bis ihre Kinder ganztags zur Schule gingen, widmete sich Flo ganz ihrer Aufgabe als Hausfrau und Mutter. Danach nahm sie ihre Karriere in der Immobilienbranche wieder auf. Flo war eine schöne Frau und ich fand sie immer noch anziehend. Ich bin mir sicher, dass sie von Zeit zu Zeit von Männern bei der Arbeit angesprochen wurde. Aber soweit ich weiß, blieb sie unserer Ehe treu. Ihr schelmischer Sinn für Humor führte jedoch letztendlich zu Problemen in unserer Beziehung. Wir hatten zwei Kinder, einen Sohn namens Alex und eine Tochter namens Kate. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Alex 21 Jahre alt. Er hatte nach der Highschool eine Berufsschule besucht und lebte in einer eigenen Wohnung in der Nähe, während er als angehender Elektriker arbeitete. Kate hingegen war 19 Jahre alt und studierte im zweiten Jahr an einer staatlichen Universität, die etwa 150 Meilen entfernt war. Sobald die Kinder ausgezogen waren, freuten wir uns auf einen glücklichen Ruhestand mit Reisen und hoffentlich Enkelkindern. Unser Sexualleben erschien mir normal. Im Laufe der Jahre hatten wir eine liebevolle Beziehung entwickelt und gepflegt. In den ersten Tagen unserer Ehe hatten wir fast jede Nacht und an den Wochenenden auch tagsüber Sex. Mit der Zeit verringerte sich die Häufigkeit jedoch auf 2 bis 3 Mal pro Woche, was für mich ausreichend war, und ich nahm an, dass es auch für Flo ausreichend war. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, welche Knöpfe man drücken muss. In jeder Situation gibt es ein Haar in der Suppe, und unseres kam in Form eines neuen Nachbarn von nebenan. Brian und seine reizende Frau Susanne zogen vor etwa 5 Jahren in ein Haus in der Nähe, und wir alle wurden schnell beste Freunde. Das Problem mit Brian war, dass er ein bodenständiger Spaßvogel war und es liebte, jedem, mit dem er in Kontakt kam, einen Streich zu spielen. Zu meinem Bedauern war ich eine seiner bevorzugten Zielscheiben für Streiche. Noch mehr störte es mich, dass Flo diese Streiche genoss, vor allem wenn sie auf meine Kosten gingen. Ich sagte ihr oft, dass mir seine Witze nicht gefielen und dass sie sich nicht an ihnen erfreute, aber sie hörte nicht zu und gab nicht nach, bis es fast zur Scheidung kam. Ich konnte die Witze ertragen, aber Brians Witze verletzten mit der Zeit meinen Stolz. Ich bemerkte, dass Brian sich zu Flo hingezogen fühlte und es störte mich, dass er versuchte, sie für sich zu gewinnen, wenn wir zusammen waren. Er und Flo lachten über seine manchmal schmutzigen Witze, während Susanne und ich über ihre Streiche nur höflich lächelten. Susanne und ich kamen gut miteinander aus und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass wir in der Öffentlichkeit die falschen Partner hatten. Ich wusste, dass Susanne einige ihrer Possen genauso peinlich waren wie ich. Ich erinnere mich, dass Brian eines Tages am Strand den Leuten auf einem vorbeifahrenden Boot seinen Hintern zeigte und zu meinem Entsetzen tat Flo es ihm gleich. Susanne und ich waren schockiert über ihr unanständiges Verhalten und machten ihnen Vorwürfe, aber vergeblich, denn sie lachten lauthals zusammen. Nach einer Weile bis zum Ende hatte ich das Gefühl, die Dinge gerieten außer Kontrolle. Wir waren bei Brian und Susanne zu Hause und Susanne saß mit mir im Garten, während Flo Brian ins Haus folgte, um beim Tragen der Getränke zu helfen. Susanne und ich unterhielten uns lange, bis uns klar wurde, dass Flo und Brian schon zu lange weg waren. Tatsächlich dauerte es zu lange, also gingen wir ins Haus, um nach ihnen zu suchen. Als wir in die Küche kamen, war sie leer, aber als wir uns auf die Suche nach ihnen machten, kamen sie aus dem Familienzimmer, umarmten sich und lachten. Sie blieben stehen, als sie uns sahen. Brian hatte Lippenstiftflecken am Kragen und um den Mund, während Flos Lippenstift verschmiert und ihr Haar zerzaust war. Susanne und ich standen schockiert da mit offenen Mündern. Brian fand immer schnell eine Antwort auf jede Situation und sagte, als ob es keine große Sache wäre: "Oh, hallo Leute. Entschuldigt die Verspätung mit den Drinks, aber ich musste Flo meinen Scheinprinzen zeigen." Unbeeindruckt von seinem Erscheinen standen Susanne und ich weiter da, immer noch verblüfft von ihrer Dreistigkeit. Flo grinste und meldete sich ebenso schnell zu Wort. "Brian hat einen wirklich wunderbaren Prinzen. Du weißt, wovon ich spreche, nicht wahr, Susanne?" Inzwischen war ich zur Vernunft gekommen und sprach endlich. "Was zum Teufel ist hier los?" fragte ich Flo. "Wie kann es sein, dass Brian Lippenstift im Gesicht und auf der Kleidung hat und deine Haare mit Handtüchern bedeckt sind? Habt ihr beide euch geküsst?" "Oh, das liegt daran, dass ich so aufgeregt war, Brians Prinz zu sehen. Ich habe mich wohl hinreißen lassen." "Macht es dir etwas aus, Schatz?"
fragte sie und versuchte, ein ernstes Gesicht zu machen. Ich war empört darüber, aber ich glaube, ich begann zu verstehen, als ich in ihre Gesichter sah. Brian grinste wie immer, wenn ihm einer seiner Witze einfiel, und Flo wandte sich ab, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Aber ich konnte mir vorstellen, wie sehr sie sich bemühte, ihr Lachen zurückzuhalten. Ich spürte, wie meine Verärgerung wuchs. Susanne hatte noch nicht mitbekommen, was vor sich ging, als sie schließlich das Wort ergriff. »Was zum Teufel ist hier los, Brian? Wenn du glaubst, dass du in meinem Haus eine Affäre mit einer anderen Frau haben kannst, solltest du dir das noch einmal überlegen.« Als Brian und Flo plötzlich laut zu lachen begannen, wurde Susanne wohl endlich klar, was los war, und sie lächelte schüchtern. Ich jedoch explodierte vor ihnen. »Eines Tages überschreitet man die Grenze und dann beginnt der eigentliche Ärger«, sagte ich. »Komm schon, Schatz. Es ist doch nur ein Scherz. Wenn du deine Gesichter gesehen hättest, würdest du es auch lustig finden«, sagte Flo und lachte immer noch. Im Nachhinein betrachtet hätte ich ihnen auf der Stelle sagen sollen, was ich von ihren verletzenden Witzen halte und mit oder ohne Flo nach Hause gehen sollen. »Kommt schon, Leute. Ich hole euch was zu trinken, dann können wir alle zusammen lachen«, sagte Brian, während er uns wieder nach draußen führte, Flo hinter ihm, immer noch lachend. Susanne und ich zuckten nur mit den Schultern und folgten ihnen, wobei wir ungläubig den Kopf schüttelten. Wir fanden das überhaupt nicht lustig und lachen wollten wir schon gar nicht. »Eines Tages, Susanne, werden Sie zu weit gehen«, prophezeite ich erneut. »Eines Tages wird Ihr Scherz nach hinten losgehen und jemand könnte ernsthaft verletzt werden.« Susanne stimmte mir zu. Ihr Streich ruinierte uns beiden den Abend und die Nacht endete früher als sonst, als wir nach Hause gingen. Ich hielt Flos Hand nicht wie sonst und sie spürte meine anhaltende Verärgerung. »Es war ein sehr schmerzhafter Scherz und mein Stolz war verletzt, Schatz. Es tut mir leid«, sagte sie mir. »Manchmal lasse ich mich zu sehr hinreißen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur ein wenig Lippenstift auf sein Gesicht und seinen Kragen geschmiert und sein Haar ein wenig zerzaust. Wir dachten, du würdest nie ins Haus kommen, und schließlich, als wir schon alles aufgeben wollten, sind du und Susanne doch noch aufgetaucht. Bist du immer noch böse auf mich? Es war doch nur ein Scherz. Ich versuche nicht wütend zu werden, Flo, aber du musst aufhören, Brians Streiche zu spielen. Ich bin fast gestorben vor Angst, als ich dich so gesehen habe. Ich dachte wirklich, du würdest ihn küssen. Du weißt, wie wichtig es für mich ist, dass wir einander absolut treu waren. Unser Ehegelübde bedeutet mir so viel. Ich weiß, mein Schatz. Ich fühle genauso und würde nie etwas tun, was dich verletzt«, sagte sie. »Vergiss das bitte nicht, okay? Gib mir einen dicken Kuss und sag mir, dass du mir verzeihst.« Wir blieben stehen, küssten uns kurz und gingen dann nach Hause. Mir wurde klar, dass ich ihr nicht gesagt hatte, dass ich ihr verziehen hatte, aber ich sagte nichts, da ich nicht wusste, ob sie sich des möglichen Schadens bewusst war, den sie in unserer Ehe anrichten konnte. Als wir zu unserem Haus zurückkamen, merkte Flo wohl, dass ich immer noch sehr wütend war, vor allem darüber, dass sie sich freiwillig für den Streich gemeldet hatte, und sie ging unter die Dusche, um mir mehr Zeit zu geben, mich zu beruhigen. Ich fand es seltsam, dass sie noch einmal duschen wollte, da wir beide geduscht hatten, bevor wir zum Nachbarhaus gingen, aber ich dachte mir nicht viel dabei. Sie muss schon lange unter der Dusche gestanden haben, denn ich schlief bereits. Ein paar Wochen später waren wir wieder bei Brian und Susanne zu einem Grillabend eingeladen. Aber gerade als wir mit dem Essen fertig waren und Brian in die Küche gegangen war, um eine weitere Flasche Wein zu holen, kam der Anruf. Erst später fand ich heraus, dass er das Haustelefon von seinem Handy aus angerufen und so getan hatte, als würde er für Susanne ans Telefon gehen. »Susanne, es ist ein Notfall. Es hat einen schweren Autounfall gegeben und viele Menschen sind verletzt. Sie wollen, dass du sofort kommst«, sagte er. »Oh, ich ziehe mich um und gehe. Tut mir leid, Leute. Ich muss jetzt gehen. Ich werde so schnell wie möglich zurück sein«, sagte Susanne. 10 Minuten später war Susanne bereits in Uniform auf dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem sie gegangen war, sprach mich Brian an, ob ich ihm bei einem Projekt in seinem Keller helfen würde, während ich dort war. Flo war zu diesem Zeitpunkt still und schaute weg. Damals dachte ich mir nichts Besonderes, aber später erinnerte ich mich daran. »Natürlich, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich und stand auf, um ihm in den Keller zu folgen. »Du musst das hochhalten, während ich es an der Decke befestige. Es ist nicht sehr schwer, aber ich kann es nicht gleichzeitig halten und befestigen. Und Susanne ist zu klein, um zu helfen«, sagte er. »Okay, das klingt einfach. Glaub mir, das ist es wirklich und es dauert nur eine Minute«, sagte ich. Als wir in den Keller hinabstiegen, führte er mich zu einem metallenen Stützpfeiler, der den darüber liegenden Boden abstützte und neben dem Ofen angebracht war.
Er nahm einen kleinen Metallkasten, an dem ein Stromkabel hing, von seiner Werkbank und hob ihn zwischen dem Stützrohr und dem Ofen an die Decke. Ich bemerkte, dass Flo uns in den Keller gefolgt war und uns mit einem Lächeln im Gesicht beobachtete. Wieder schenkte ich ihrer Anwesenheit und ihrem seltsamen Lächeln keine große Beachtung. »Ich möchte, dass du das hier festhältst, während ich es anbringe«, sagte Brian. »Was ist das eigentlich, Brian?«, fragte ich und hob meine Hände, um den Karton zu halten. Da Brian zwischen dem Rohr und dem Ofen stand, musste ich meine Hände um das Rohr wickeln, um es gegen die Kellerdecke zu drücken. »Ich zeige es dir gleich, aber erst hole ich mein Werkzeug«, sagte er, verschwand hinter mir zu seiner Werkbank und ließ mich mit der Kiste zurück. Ein oder zwei Sekunden später kam er zurück und ich sah nicht, was er in den Händen hielt, bis ich zwei schnelle Schnappgeräusche hörte, als etwas Hartes und Metallisches meine Handgelenke packte. Plötzlich wurde mir klar, dass ich gefangen war und mit Handschellen an das Rohr gekettet war. Ich drehte mich erschrocken um und sah, wie Brian auf Flo zuging und seinen Arm um ihre Taille legte, während sie mich ansahen. Mein Verstand war verwirrt, aber ich konnte sprechen. »Was zum Teufel soll das, Brian? Nimm sofort diese verdammten Handschellen ab«, sagte ich. »Nun, Kumpel, du weißt, dass ich das nicht tun kann. Du erinnerst dich doch daran, dass Flo vor zwei Wochen gesagt hat, dass sie meinen Prinzen so sehr mag, dass sie ihn wiedersehen will? Aber dieses Mal wollen wir nicht, dass du oder Susan uns in die Quere kommen«, sagte er und drückte Flo, die daraufhin quietschte. Dann drehten er und Flo sich um und gingen die Treppe zum Keller hinunter. Flo wackelte übertrieben mit den Hüften, während sie sich bewegte. »Lass mich los, verdammt nochmal. Diesmal bist du zu weit gegangen, Brian, und du wirst es bereuen, wenn du mich nicht sofort loslässt«, schrie ich. »Beruhige dich erstmal, Schatz. Ich will nur einen Prinzen sehen«, sagte Flo, als sie sich der Tür näherten. Rief ich Flo zu, als sie zur Tür hereinkam. »Flo, bitte tu das nicht. Flo, bitte. Flo, tu es nicht.« Ich wusste, dass sie mich gehört hatte, denn sie drehte sich kurz um, verschwand dann aber aus meinem Blickfeld und lachte und kicherte, während ich mit den Handschellen kämpfte und versuchte, mich zu befreien. Ich erkannte die Aussichtslosigkeit meiner Lage. Das Rohr war unten in den Betonboden eingelassen und oben an einem Stahlträger befestigt. Vielleicht konnte ich die Kette der Handschellen aufbrechen, während ich lauschte. Ich hörte, wie sie sich in das Schlafzimmer direkt über mir bewegten, und dann fiel mir ein, dass die Vorbesitzer einige Änderungen an der Heizungsanlage vorgenommen hatten. Aus irgendeinem Grund war jedes Geräusch im Zimmer im Keller zu hören. Später wurde mir klar, dass Brian das gewusst und Flo davon erzählt haben musste. Ich hätte alles hören müssen, und ich habe sie beim Sex gehört. »Oh, das war wirklich gut, Brian. Ich muss mir deinen Prinzen noch einmal ansehen. Ich denke, wir sollten uns anziehen und nach unten gehen, um zu sehen, wie es Jack geht. Es war so aufregend für mich, zu wissen, dass er uns zusammen weggehen sah. Da muss sie gewusst haben, dass ich alles gehört habe. Okay, Flo. Ich muss mich kurz ausruhen, aber Susan sollte bald von dem fingierten Anruf zurück sein, den ich ihr gegeben habe. Ich will nicht, dass sie mich mit dir im Bett erwischt. Weißt du noch, sie war wütend, als sie dachte, wir hätten uns vor ein paar Wochen nur geküsst«, sagte Brian. Ich war völlig erschüttert von dem, was ich hörte. Ein paar Minuten später hörte ich Schritte auf der Kellertreppe, aber ich sah nicht auf, als sie auf mich zukamen. »Oh, ich habe Brian gehört. Sieh dir seine Handgelenke an. Verdammt, sieh dir seine Kleidung und seinen Boden an. Oh mein Gott, Schatz. Es war nur ein Scherz. Es ist nichts passiert. Oh Gott, nein. Es tut mir so leid. Beeil dich, Brian. Mach die Handschellen auf. Brian, oh Gott. Brian, oh nein. Ich hätte nie gedacht, dass er sich so aufregen würde, nicht so. Warum haben wir das getan?«, sagte Flo. Ich konnte den Schmerz in meinen Handgelenken kaum spüren, denn der Schmerz in meiner Brust war viel schlimmer von dem, was sie gerade getan hatten. Ich schaute zu ihnen auf, Tränen liefen mir über das Gesicht, während Brian ungeschickt versuchte, die Handschellen zu öffnen, seine Hände zitterten. »Brian, du gibst Flo besser den Schlüssel, bevor du mich befreist, und dann lauf los. Sobald ich frei bin, wirst du den Tag bereuen, an dem du geboren wurdest. Ich bringe dich um, weil du mit meiner Frau geschlafen und meine Ehe ruiniert hast«, sagte ich. Brian schaute mir in die Augen, sah den tiefen und unbändigen Hass in meinen Augen und reichte Flo schweigend den Schlüssel. Er begann zu sagen, »Das haben wir nicht, es war nur«, aber er hielt inne und ging schnell zur Kellertreppe, wobei er mich ängstlich ansah, während Flo begann, die Handschellen zu öffnen. Als sie sie schließlich löste, hörte ich, wie Brians Wagen ansprang und die Reifen quietschten, als er davonfuhr.
Als ich aufstand, sah ich Flo an, die immer noch auf dem Boden kniete, mit einem verängstigten Gesichtsausdruck und Tränen in den Augen. Ich war verletzter denn je und ich wollte, dass sie etwas von meinem Schmerz spürte. Ich wollte, dass sie verstand, wie sehr sie mich verletzt hatte. Aber die einzigen Worte, die aus meinem Mund kamen, waren: Du bist eine Seelenlose. Du solltest dir besser einen anderen Ort suchen, an dem du heute Nacht schlafen kannst. Am besten für immer. Ich will dich nie wieder sehen. Zieh zu deiner Schwester oder so. Ich konnte nicht aufhören. Das war nicht das, was ich wirklich sagen wollte. Tränen liefen ihr über das Gesicht, als sie begann, das Ausmaß des Schmerzes zu begreifen, den sie verursacht hatte, und das, was ich gerade über unsere Zukunft oder das Fehlen einer solchen gesagt hatte. Ich hatte sie noch nie beschimpft oder meine Stimme gegen sie erhoben. Oh, Schatz, es tut mir so leid. Es war nur ein Scherz. Wir haben nichts getan. Ich liebe dich so sehr. Es war nichts. Du bist eine Lügnerin. Ich weiß, was ich gehört habe, und ich will nie wieder hören, dass es ein Scherz war. Soweit ich weiß, hast du mit ihm geschlafen, und das ist alles, was zählt. Du hast Ehebruch begangen und mich absichtlich missbraucht. Ich habe Angst, wenn ich daran denke, wie lange du schon vorhast, mich auf diese Weise zu demütigen, oder wie oft du schon mit ihm geschlafen hast, vielleicht sogar schon vor 2 Wochen. Ich hasse dich dafür, dass du ihm geholfen hast, das zu organisieren. Du hast mit ihm geschlafen, aber wie konntest du das tun, wenn du wusstest, dass ich es hören konnte, während ich direkt unter dir in Handschellen lag? Du kannst in den nächsten Tagen einen Anruf von meinen Anwälten erwarten. Wir sind beide fertig miteinander, bis wir erschöpft sind. Ich bin besorgt, schrie ich, als ich mich umdrehte und die Treppe hinaufging. Nein, Jack, bitte. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Jack, bitte hör auf. Wir haben nichts getan. Jack, wir haben nur so getan. Bitte hör auf. Jack, bitte, schrie sie. Jetzt war sie an der Reihe zu betteln. Ich war so wütend, so verletzt, und ich habe ihr nicht geglaubt, nach dem, was ich gehört hatte. Ich antwortete nicht. Als ich nach draußen ging und mich gerade dem Bordstein näherte, fuhr eine sehr wütende Susanne in die Einfahrt. Wo ist denn dein Mann? Es gab keinen Unfall und ich wurde in der Notaufnahme nicht gebraucht, rief sie, als sie aus dem Auto stieg. Plötzlich bemerkte sie meine Handgelenke. Jack, was ist los mit dir? Oh Gott, sieh dir deine Handgelenke an. Ich verbinde sie für dich. Brian und Flo, diesmal sind sie zu weit gegangen und ich lasse mich von Flo scheiden, sagte sie. Oh mein Gott, Jack, was haben sie mit dir gemacht? Jack, warte. Lass mich dir helfen, bitte. Du kannst es von Flo und Brian hören. Ich kann nicht mehr in deinem Haus bleiben und ich werde nie wieder einen Fuß dorthin setzen, nach dem, was sie mir angetan haben, sagte ich. Susanne, sie haben mich beleidigt. Ich gehe nach Hause und verbinde meine eigenen Wunden. Du kannst meiner Ex-Frau sagen, dass sie ihre Sachen morgen auf der Veranda finden wird, wenn sie wieder in unser Haus kommen will. Sie wird eine einstweilige Verfügung haben, die sicherstellt, dass sie sich komplett von mir fernhält, sagte ich. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was haben die auch getan? Schrie Susanne schockiert und aufgebracht, als sie ins Haus eilte und versuchte, dem Blut auszuweichen. Als ich mich auf den Heimweg machte, kochte ich immer noch vor innerer Empörung. Ich litt sehr, aber mein Groll über die Art und Weise, wie sie mich behandelten, und die völlige Missachtung, die sie mir entgegenbrachten, verbrannte mich innerlich. Ich hatte einige Ideen, was ich tun musste. Ich wollte mich ernsthaft rächen. Ich wollte, dass sie leiden, und ich wollte die Scheidung, weil sie mich beleidigt hatte. Als ich nach Hause kam, holte ich meine Digitalkamera heraus und machte mit einem Timer vorsichtig Fotos von meinen Handgelenken, wobei ich mich vergewisserte, dass die Wunden ziemlich ernst aussahen. Ich schloss die Türen von innen ab, verbarrikadierte die Tür und verließ das Haus durch die Garage, da ich wusste, dass Flo keine Fernbedienung hatte, um die Tür zu öffnen, falls ich mich von ihr scheiden lassen wollte. Ich wollte ein offizielles ärztliches Attest über meine Verletzungen, die ich mir bei dem Versuch, mich zu befreien, zugezogen hatte, und fuhr deshalb ins Krankenhaus, um meine Wunden verbinden zu lassen. Ich erkannte die Krankenschwester beim Empfang in der Kirche im selben Moment, in dem sie mich erkannte, und ich ging auf sie zu, wobei ich auf den letzten Metern taumelte. Wenn ich nach Hause komme, habe ich eine Menge aufzuräumen, oder vielleicht sollte ich es Flo überlassen, wenn ich sie zurückbringe. Das scheint fair zu sein, sagte sie. Sie schaute auf meine Hände und schrie dann um Hilfe, als sie mir in den Rollstuhl half. Sie fragte, was passiert sei. Ich sah sie traurig an und sagte ihr, sie solle Flo fragen.
Ich wusste, dass die gesamte Kirchengemeinde am Ende der morgigen Messe wissen würde, dass ich wegen etwas, das Flo getan hat, im Krankenhaus war. Alle werden Flo fragen, was passiert ist, wenn sie sie sehen. Ich wusste, dass Flo nie die Sonntagsmesse versäumte. Ich hoffte, dass sie morgen irgendwie hinkommen würde. Es war nur ein kurzer Spaziergang. Ich erntete einen seltsamen Blick, als ich ihr sagte, sie solle Flo nicht anrufen, um ihr zu sagen, dass ich da sei. Sie sah die Ernsthaftigkeit in meinem Blick und stimmte erstaunt zu. Ein paar Krankenschwestern halfen mir, mich zu waschen und einen Krankenhausschlafanzug anzuziehen, da meine Arme durch die dicken Verbände praktisch unbrauchbar waren. Am Morgen wurden sie wieder bandagiert, damit ich nach Hause fahren konnte. Mit fremder Hilfe zu pinkeln war eine neue Erfahrung. Ich ruhte mich aus, dachte über die Ereignisse der Nacht nach und fragte mich, ob ich es übertrieben hatte. Ob es wirklich ein schmutziger Scherz war, aber ich wusste, was ich gehört hatte. Es klang so real für mich. Ich war immer noch wütend auf sie, als der Polizist mein Zimmer betrat. Er stellte sich als Sergeant James Bell vor und sagte, das Krankenhaus habe ihn wegen meiner Verletzungen angerufen und er sei da, um sich das anzusehen. Ich sagte ihm, dass ich mir nicht sicher sei, ob ein Verbrechen begangen worden sei, aber er bat mich, meine Geschichte zu erzählen. Er saß da und hörte zu, während er sich Notizen in sein Notizbuch machte. Ich war mir sicher, dass er wahrscheinlich heimlich alles aufnahm. Als ich fertig war, sagte er mir, dass man mich wegen der Verwendung von Handschellen anklagen könne, wenn ich das wollte. Ich sagte ihm, dass ich mir nicht sicher sei, und er schien damit einverstanden zu sein, fragte mich dann aber, ob es mir etwas ausmachen würde, wenn er mich bald kontaktieren würde, um meine Entscheidung zu erfahren. Es ist besser gelaufen, als ich es erwartet hätte. Ich hatte eine schlaflose Nacht. Wenn ich wach war, musste ich ständig daran denken, wie sie mich beleidigt hatten und was ich gehört hatte. Wie konnten mein bester Freund und mein Lebenspartner mir so etwas antun? Als ich schlief, war es genauso schlimm, denn ich hatte Albträume. Im Morgengrauen wachte ich auf und sagte den Krankenschwestern, dass ich sowieso gehen würde, wenn sie mich nicht gehen lassen würden. Als sie meine Wunden verbanden, war die Nachtschicht schon zu Ende. Als ich ging, sah ich Susan bei der Arbeit ankommen. Und es war offensichtlich, dass sie auch nicht geschlafen hatte, denn sie sah erschöpft aus. Susan hatte offensichtlich nicht erwartet, mich zu sehen. Und als sie mich erkannte, war es schon zu spät und ich ging an ihr vorbei. Ihr fiel die Kinnlade herunter, als sie die umfangreichen Verbände an meinen Handgelenken sah. Ich hatte ein paar Sekunden Zeit, bis sie das Ausmaß meiner Verletzungen erkannte, also versteckte ich mich hinter dem Krankenwagen und war außer Sichtweite, bevor sie mich einholen konnte. Ich sah, wie sie drei Anrufe tätigte, bevor sie sich wieder umdrehte und zu ihrer Schicht ins Haus ging. Man kann nur raten, wen sie angerufen hat. Ich war mir sicher, dass einer der Anrufe meiner war, aber mein Telefon war ausgeschaltet. Ich hätte meinen Abgang nicht besser planen können, wenn ich gewollt hätte. Als ich nach Hause kam, war ich immer noch wütend und fing an, Flo's Sachen in Plastikmüllsäcke zu packen und auf die Veranda zu stellen. Das Telefon zu Hause klingelte ständig, aber ich weigerte mich, den Anruf entgegenzunehmen oder auch nur die Anrufer-ID zu überprüfen. Ich erinnerte mich daran, dass ich mein Handy gestern Abend ausgeschaltet hatte und schaltete es wieder ein. Ich hatte mehr als 50 Nachrichten in der Warteschleife. Einige Nachrichten informierten mich über verpasste Anrufe, aber die meisten stammten von Flo, Susan und Brian, vor allem von Flo. Ich liebte Flo immer noch so sehr und wollte ihre Stimme wieder hören, also spielte ich eine ihrer Nachrichten ab. Sie weinte und sagte, dass sie mich sehr liebe und dass nichts passiert sei. Sie sei bereit, alles zu tun, was nötig sei, damit ich ihr verzeihe. Sie fügte hinzu, dass sie Angst habe, nach Hause zu gehen und dass sie sich Sorgen um mich mache. Dann hörte ich mir die letzten Nachrichten an, die sie hinterlassen hatte, nachdem Susan sie wahrscheinlich angerufen hatte. Flo klang hysterexal, fragte, wie es mir ginge und sagte, Susan habe gesehen, wie ich das Krankenhaus mit stark bandagierten Handgelenken verlassen habe. Ich löschte sie alle. Ich liebte sie immer noch so sehr und das tat weh. Ich habe so sehr versucht, ihr zu glauben. Ich wollte ihr vertrauen, aber was ich hörte, schien so real. Es war immer noch sehr schmerzhaft. Und ich hatte so große Schmerzen. Als nächstes suchte ich die Nummer eines Schlüsseldienstes, der die Schlösser im Haus austauschen konnte. Mir war klar, dass ich auf dem Trockenen sitzen würde, wenn ich am Montag zur Arbeit ginge und Flo zurückkäme, um die Schlösser auszutauschen. Also veranlasste ich, dass er die Schlösser so schnell wie möglich austauschte. Ich wusste, dass es am Sonntag mehr kosten würde, aber das war mir egal. Meine Dämonen dachten wieder für mich. Ich brauchte einen guten Teil des Vormittags, um Flo's Sachen in Taschen zu packen, und ich hörte nicht auf, bis der Schlosser kam und meine Schlösser austauschte.
Von Zeit zu Zeit warf ich einen Blick auf das Haus meines Nachbarn und war mir sicher, dass ich jemanden am Fenster beobachtete. Ich war immer noch wütend, nachdem der Schlüsseldienst weg war, und stellte Flos letzte Tasche neben der Veranda ab, als ein Polizeiauto an den Bordstein fuhr. Der Sergeant von gestern stieg aus und kam auf mich zu, während wir uns unterhielten. Ich bemerkte, dass Brian nach Hause kam und von seiner Einfahrt aus zusah. Zuerst tat ich so, als ob ich ihn nicht sehen würde, aber ich bemerkte, wie ihm die Kinnlade herunterfiel, als er merkte, dass ich jetzt mit der Polizei sprach und auf sein Haus zeigte. Dann zeigte ich auf Brian, während wir beide ihn ansahen. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Ich bat den Sergeant, mir zu folgen, und bot ihm einen Kaffee an, während wir darüber sprachen, ob ich Anzeige erstatten wolle. Wir sprachen ausführlich über den Vorfall vom Vorabend und über meine Liebe zu meiner Frau, während wir Kaffee tranken. Er erzählte mir, dass er seine Frau nach einem Vorfall, der sich vor einiger Zeit ereignet hatte, gehen ließ und wie sehr er sie vermisste. Ich fühlte wirklich mit ihm, als er mir von seinem Verlust und seiner endlosen Einsamkeit erzählte. Er sah sie von Zeit zu Zeit und versuchte, ihre Beziehung zu reparieren. Er fragte mich, was ich jetzt tun würde, und ich erzählte ihm, wie sehr es mich verletzte, in Wirklichkeit oder in Gedanken betrogen worden zu sein. Ich erzählte ihm von meiner Liebe zu meiner Lebenspartnerin, der Frau, die ich nie verlieren wollte. Dann erzählte ich ihm von meinem Schmerz. Er sah mich an, lächelte und fragte, ob ich mich rächen wolle, ob es wirklich ein Scherz gewesen sei. Er sagte weiter, dass er sie gerne besuchen und ihre Aussage einholen würde, natürlich inoffiziell, es sei denn, ich würde eine Beschwerde einreichen, was sie zu der Annahme veranlassen würde, dass es eine ernsthafte Gefängnisstrafe geben könnte, da sie mich unrechtmäßig festhielten. Ich fand das gut, also stimmte ich zu, und wir lachten zum ersten Mal. Ich bestätigte die Adresse von Brian und Susan, als er sie aufschrieb, und gab ihm Marys Adresse für den Fall, dass Flo bereits dorthin gefahren war. Er sagte mir, dass er sogar ihre Reaktionen und ihr Unbehagen während des Gesprächs aufzeichnen würde, ebenso wie ihre Erkenntnis, dass sie zu weit gegangen waren und im Gefängnis landen könnten. Ich lud Fotos von meinen Handgelenken herunter und gab ihm Kopien, um seine Ermittlungen zu untermauern. Nachdem ich den guten Sergeant hinaus begleitet hatte, bemerkte ich, dass Brians Wagen wieder verschwunden war, und kaum hatte ich die Tür geschlossen, klingelte das Telefon erneut. Ich bemerkte, dass in der Anruferkennung stand, dass es Susans Handy war, also nahm ich den Hörer ab und grüßte sie, da ich vermutete, dass es etwas mit dem Polizisten an meinem Haus zu tun hatte, und Brian sah, wie er mit mir sprach. Es war Susan, und ihre Stimme klang besorgt. Sie begann mir zu erzählen, dass Brian bei ihr auf der Arbeit war und er bleich wie ein Geist wurde, als er mich mit der Polizei sah. Ich dachte, er wäre sofort dorthin geeilt, als er merkte, dass er weg war. Sie fragte mich, warum ich nicht früher angehalten und mit ihr geredet habe, als sie mich sah, und erzählte mir dann, dass sie Flo angerufen hatte, nachdem sie gesehen hatte, wie ich mit einem schweren Verband das Krankenhaus verließ. Sie sagte, Flo würde nicht mehr mit Brian sprechen, und es sei die ganze Nacht sehr schwierig gewesen. Sie wollten gestern Abend, nachdem Flo ihr erzählt hatte, was sie getan hatten, vorbeikommen und darüber reden, aber sie sahen, dass mein Licht aus war und dachten, ich würde schlafen. Susan fuhr fort und erzählte mir, dass Flo sie inzwischen angerufen und ihr gesagt habe, dass jeder, mit dem sie in der Kirche gesprochen habe, ihr gesagt habe, dass ich über Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Und sie sei wütend gewesen, als Susan mich das Krankenhaus verlassen sah. Sie nahmen einfach an, ich sei dort gewesen, um eine Tetanusspritze zu bekommen. Sie fügte hinzu, dass Flo in die Kirche gegangen sei und gehofft habe, mich zu treffen und unseren Priester um Hilfe bei der Lösung unseres Problems zu bitten. Aber ich sei zum ersten Mal seit Jahren nicht da gewesen und alle hätten ihr unangenehme Fragen gestellt. Sie fühlte sich so allein und so gedemütigt, weil sie nichts wusste und herausfand, wo ich die Nacht verbracht hatte. Sie machte sich Sorgen darüber, für was für eine Ehefrau sie alle hielten, da sie sich fragten, was sie getan hatte. Sogar unser Pfarrer wusste von meinem Krankenhausaufenthalt und versuchte erfolglos, mich anzurufen. Flo dachte, ich wäre einfach nach Hause gegangen und hätte mich ins Bett gelegt, nachdem ich mir die Wunden verbunden hatte, wenn es nur ein Scherz war. Ich wollte, dass Susan wusste, was los war, denn sie hatte nichts damit zu tun, aber ich konnte nicht sicher sein, dass sie nichts sagen würde, und ich wollte immer noch, dass sie zu Brian ging, und Flo fühlte auch einen gewissen Schmerz. Ich sagte Susan, dass ich nicht die Polizei gerufen hatte. Sie hatte wegen der Art meiner Verletzungen einen Anruf aus dem Krankenhaus erhalten und erkundigte sich nun nach Brian und Flo wegen meiner unrechtmäßigen Inhaftierung und sollte damit rechnen, dass die Polizei Aussagen von den Dreien einholen würde. Ich erklärte dann, dass die Polizei entscheiden würde, ob Anklage erhoben würde. Eine Minute lang herrschte Schweigen, doch dann hörte ich, wie sie Brian zuflüsterte, was ich ihr gerade gesagt hatte. Ich hörte ihn schreien, dann meldete sich Susan wieder zu Wort und fragte, ob ich die polizeiliche Verfolgung abbrechen könne.
Ich sagte ihr, dass ich noch keine Anzeige erstattet hatte, aber die Polizei hatte meine Aussage und den Krankenhausbericht, und das könnte für sie ausreichen, um weiterzumachen. Ich wollte Susanne nicht verletzen und hatte Angst, dass sie zum Kollateralschaden werden könnte, wenn ich nicht aufpasste. Dann wurde mir klar, dass ich es ihr sagen musste. Und ich bat sie, entweder heute Abend auf dem Heimweg oder morgen nach meiner Rückkehr von den Anwälten zu mir zu kommen, um sicherzustellen, dass der Idiot nicht bei ihr war. Sie fragte, ob es mir mit dem Treffen mit den Anwälten ernst sei, und ich sagte ihr, dass es so sei. Daraufhin fragte sie, wie es mir ginge und ob ich irgendetwas bräuchte, woraufhin ich ihr dankte und sagte, dass das Wechseln der Verbände nicht einfach sei und ich große Schmerzen hätte. Aber durch das, was sie taten, hatte ich noch mehr Schmerzen. Ich wusste, dass sie es an Flo und Brian weitergeben würde, und das würde es für sie noch schlimmer machen. Susanne erzählte mir, dass sie ihnen vertraute und dachte, es sei nur ein weiterer Scherz, der zu weit gegangen war. Sie fragte mich nach meinen Plänen und flehte mich an, wenigstens mit Flo zu reden, bevor sie einen Zusammenbruch erleidet. Ich sagte ihr, dass ich weder Flo noch Brian nahe genug kommen würde, um mit ihnen zu reden. Und wenn einer von ihnen mich ansprechen würde, würde ich die Stadt verlassen und für immer aus ihrem Leben verschwinden. Meine Dämonen beherrschten mein Leben und ließen mich vergessen, wie sehr ich meine Frau liebte. Alles, was ich wollte, war, den Menschen weh zu tun, die mich verletzt hatten. Susanne rief in dieser Nacht nicht an. Nach dem Anruf stieg ich ins Auto und fuhr zum örtlichen Supermarkt, wo ich ein paar Tiefkühlgerichte kaufte, um sie für eine Woche oder so bei mir zu haben, und kehrte dann in mein einsames Haus zurück. Nach fast 24 gemeinsamen Jahren vermisste ich Flo sehr, aber ich konnte meine Wut auf sie und das, was sie und Brian mir angetan hatten, nicht überwinden. Als ich für den Tag fertig war, schloss ich mich ein, zog mich aus und legte mich aufs Bett. Obwohl ich emotional und körperlich müde war, dauerte es lange, bis ich einschlief. Als ich am Morgen aufwachte, klingelte das Telefon wieder, aber ich weigerte mich, es abzunehmen. Ich stand auf, duschte und frühstückte, dann wechselte ich die Verbände an meinen Handgelenken, so gut ich konnte. Dann rief ich meinen Chef an und sagte ihm, ich hätte mich an den Handgelenken verletzt und bräuchte eine Woche Urlaub. Nachdem er schließlich zugestimmt hatte, ging ich los, um mit meinen Anwälten zu sprechen und mich noch mehr zu rächen. Ich wusste, dass Flo innerhalb weniger Stunden nach meinem Besuch dort herausfinden würde, dass ich dort war, da eine enge Freundin ihrer Schwester dort als Sekretärin arbeitete. Also war ich gezwungen zu tun, was ich tat. Gegen 3 Uhr klingelte es an der Tür und ich sah Susanne in einer Krankenschwesternuniform mit einer Tüte mit Verbandszeug in der Hand vor der Tür stehen. Ich öffnete die Tür und bat sie herein. »Diesmal haben Sie es wirklich geschafft, nicht wahr?«, sagte sie, als sie eintrat. »Ich fürchte ja. Was wirst du jetzt tun? Machst du immer noch, was du gesagt hast?«, fragte sie, führte mich zum Küchentisch und nahm mir die Verbände ab. Tief im Inneren wusste ich, dass meine Wut immer noch für mich sprach. Mein Verstand sagte mir, dass ich Flo liebte, aber meine Dämonen hatten immer noch die Kontrolle, genau wie ich es ihr gesagt hatte. »Ich lasse mich von ihr scheiden«, antwortete ich und zuckte vor Schmerz zusammen, als sie versehentlich gegen meine Nähte stieß. »Aber sie sagen, es sei nichts passiert. Es war nur einer ihrer Scherze, wenn auch ein sehr geschmackloser.« »Flo möchte unbedingt mit dir reden«, antwortete sie, während sie begann, meine Wunden zu verbinden. Ihre Berührung war so sanft. »Susanne, ich habe gehört, wie sie es machen, und soweit es mich betrifft, ist es echt. Ich habe bereits mit meinen Anwälten gesprochen, und sie sind einverstanden. Ich war heute Morgen hier und sie bereiten die Dokumente vor«, sagte ich ihr ruhig. »Du bist immer noch sehr wütend, nicht wahr? Kannst du nicht warten, bis du dich beruhigt hast, bevor du etwas so Drastisches tust? Ihr habt fast 24 Jahre ineinander investiert. Willst du das aufgeben, ohne etwas anderes zu versuchen, um etwas zu retten?«, fragte sie. »Ich werde kein Hahnrei sein, das habe ich Flo schon oft gesagt, und sie hat es mir auf die schlimmste Art und Weise angetan. Jetzt könnte alles vorbei sein. Ich habe ihr nicht gesagt, dass mein Anwalt angewiesen worden war, ihr nicht zuzustellen, sondern auf weitere Anweisungen zu warten. Aber sie behaupten, es sei nichts passiert. Sie haben nur so getan, als ob es wirklich passiert wäre. Ich kann nicht sicher sein, dass das nicht passiert ist«, sagte ich. »Susanne, kannst du nicht alles so lassen, wie es ist, und zu einem Psychologen gehen? Flo ist wirklich verwirrt«, fragte sie, während sie die Verbände anlegte. »Nein, ich war es nicht, der das Falsche getan hat. Ich habe sie das letzte Mal vor solchen Dingen gewarnt, aber sie hat nicht auf mich gehört. Ich frage mich sogar, ob sie in der Nacht geschlafen haben, als sie uns ihren Streich gespielt haben. Sie sind schon zu lange weg. Ich bin fertig mit Reden. Vielleicht lassen wir das einfach die Anwälte regeln.
Wenn du mit Brians Beteiligung an dieser Sache zufrieden bist, kannst du weiter mit ihm zusammenleben. Sag ihm nur, er soll sich in Zukunft von mir fernhalten. Ich habe noch nicht ganz entschieden, was ich mit Brian machen soll, sagte ich. Jack, aber ich will wirklich nicht, dass ihr euch deswegen trennt. Brian ist sehr reumütig und möchte, dass ich ihm verzeihe. Müssen wir wirklich befürchten, dass sich die Polizei einmischt? Fragte sie. Er kann sich seine Entschuldigung in den Arsch schieben. Soweit ich das verstanden habe, kostet das nichts. Nicht nach dem, was er mir angetan hat. Susanne, ich sollte doch seine Freundin sein. Sagen Sie ihm das auch, bitte. Sorgen Sie dafür, dass er versteht, dass unsere Freundschaft vorbei ist. Sie ist so oder so zu Ende. Er hat mich mit Flos Unterstützung schon seit Ewigkeiten absichtlich verletzt. So sehr ich auch mit dir befreundet bleiben möchte, denke ich, dass es das Beste wäre, unseren Kontakt einzuschränken, bis wir das auf die eine oder andere Weise überwunden haben. Mir war nicht klar, was seine Witze dir angetan haben, Jack. Gibt es irgendetwas, das ich Flo sagen kann, das ihr Hoffnung macht, dass du ihr verzeihst? Fragte sie. Du machst Witze, nicht wahr? Ich soll ihr verzeihen, was sie getan hat? Wenn sie mir beweisen kann, dass sie keinen Sex mit Brian hatte, werde ich es mir vielleicht überlegen. Und ich werde Brian oder ihr definitiv nicht glauben, dass nichts passiert ist und es nur ein geschmackloser Scherz war. Soweit ich das verstanden habe, ist es tatsächlich passiert. Wenn ich geahnt hätte, dass es nur ein Scherz war und sie nicht wirklich geschlafen haben, hätte ich mir das sicher nicht angetan, sagte ich. Hast du wirklich geglaubt, dass sie Sex hatten, Susanne? Fragte ich. Jack, es tut mir so leid, dass sie dir das angetan haben. Ich werde es ihr sagen, und du weißt, dass ich dich und unsere langen Gespräche vermissen werde. Ich werde dich auch vermissen, Susanne. Jetzt lass mich ihre Sachen in dein Auto laden, und du kannst sie ihr bringen. Vielleicht hätte ich ihre Sachen einfach über den Zaun werfen sollen, aber ich wusste nicht, ob du sie noch hast oder ob sie schon bei ihren Schwestern eingezogen ist. Sie zieht heute Nachmittag bei ihrer Schwester ein, nachdem ich ihre Sachen abgeholt habe. Es wird dich freuen zu hören, dass Brian gestern Abend zu viel Angst hatte, nach Hause zu kommen, falls du mit einem Baseballschläger oder so auf ihn gewartet hättest, Jack. Ich bin die ganze Nacht geblieben und war an ihrer Seite für den Fall, dass sie etwas Dummes macht und sich verletzt. Da sie sehr aufgeregt war, hat sie die ganze Nacht geweint und aus dem Fenster zu deinem Haus geschaut. Wir dachten, du wärst zu Hause im Bett und wussten nicht, dass du im Krankenhaus warst. Ich habe es dir nicht gesagt, aber irgendwann nach Mitternacht, als ich merkte, dass Flo nicht ins Bett gehen würde, kamen wir endlich an und versuchten hineinzugehen, um nachzusehen, ob es dir gut ging, aber alle Türen waren verschlossen. Ich habe mich gefragt, warum hast du sie nicht weinen hören? Ich bin sicher, alle Nachbarn haben sie gehört. Wir hätten bei dir im Krankenhaus sein sollen, Susanne, sagte ich. Ich war wütend und sie haben meinen Stolz und mein Selbstwertgefühl völlig zerstört. Ich wollte allein sein und weg von ihr, Susanne. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie mir das antun konnten, selbst wenn es nur ein schlechter Scherz war, antwortete ich. Nun lass mich dir sagen, Flo ist völlig am Boden zerstört wegen dem, was sie dir angetan hat, sagte sie, während wir Flos Taschen in Susannes Auto luden. Ich musste aufpassen, dass ich nicht so schlimm endete wie sie, sagte sie. Ich winkte ihr zu, als sie meine Einfahrt verließ, bog dann in meine ein, ging zurück ins Haus und dachte ernsthaft darüber nach, was sie gesagt hatte. Es war wahr, und jetzt musste ich sicherstellen, dass es nicht wahr war. Ich war mir sicher, dass ich Flo an jenem Abend gegen 19.30 Uhr am Fenster stehen und mich beobachten sah. Ich sah gerade fern, als es an der Tür läutete. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich Flos Schwester Mary an der Haustür stehen. Ihre Schwester wohnte auf der anderen Seite der Stadt. Mary war Witwe und lebte allein, sodass Flo ein Zimmer hatte, vielleicht sogar für unbestimmte Zeit, wenn sie es brauchte. Hätte Flo keinen sicheren Ort gehabt, egal wie wütend ich war, ich wusste, ich hätte sie in unserem Haus bleiben lassen und wäre gegangen. Hallo, Mary, grüßte ich, als ich die Tür öffnete, um sie hereinzulassen. Hallo, Jack. Kann ich mir ein paar Minuten deiner Zeit leihen? Fragte sie. Natürlich, Mary. Ich habe keinen Streit mit dir. Komm rein. Wir gingen ins Wohnzimmer. Sie setzte sich und ich setzte mich auf den Stuhl ihr gegenüber und fragte sie, ob sie etwas zu trinken haben möchte. Eine Cola wäre schön, sagte sie und nahm einen Schluck von ihrem Getränk. Ich denke, Sie wissen, wovon wir sprechen, sagte sie. Gewiss, willst du mich bitten, sie zurückzunehmen? Wenn ja, dann hast du die Reise umsonst gemacht und du kannst gehen, waren meine wütenden Dämonen wieder da. Sie hat mir alles erzählt, was sie gemacht haben, wie es deinen Handgelenken geht. Sie jucken jetzt ein bisschen und ich hoffe, dass alles gut wird. Ich sehe keine Anzeichen für eine Infektion,
und alles läuft gut. Die Fäden werden, wie mir gesagt wurde, Ende der Woche entfernt. Flo wird sich freuen zu hören, dass es ihr besser geht. Du weißt, dass sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Vor allem, weil du nicht mit ihr reden willst und sie nicht nach Hause kommen lässt. Deshalb bin ich hier, um ihre Worte zu übermitteln. Ich werde mir deine Nachrichten anhören, aber ich verspreche dir nichts dafür. Zunächst einmal liebt sie dich sehr und es tut ihr sehr leid, was sie getan hat, sagte sie. Ich habe das alles in den Nachrichten auf meinem Telefon gehört, bevor ich sie gelöscht habe. Sonst noch etwas? Ich antwortete kühl. Mary sah ein wenig verärgert aus, als ich das sagte, aber sie antwortete: Sie möchte, dass du weißt, dass sie bereit ist, alles zu tun, absolut alles, Jack, um dir zu beweisen, dass nichts zwischen ihr und Brian passiert ist, Jack. Sie ist verzweifelt. Sie hat Schmerzen und sie liebt dich so sehr, dass ich mir langsam Sorgen um ihre Gesundheit mache. Mary, frag sie, ob sie mich so sehr geliebt hat, als sie mir das angetan hat. Warum wollte sie mich so sehr verletzen? Mary, frag sie, warum sie nicht damit aufgehört hat, als ich sie angefleht habe, nicht mit ihm zu gehen. Mary, sie hat sich nur umgedreht, mich angesehen und gelächelt und ist dann mit ihm weggegangen, während sie sich umarmt haben. Wie kann sie beweisen, dass nichts passiert ist? Es war wirklich so. Ich konnte sie hören, als ob sie neben mir stünden. Sag mir, wie kann sie behaupten, dass ich nicht gehört habe, was ich gehört habe, Mary? Sagte ich. Ich habe stundenlang darüber nachgedacht. Ich dachte sogar, dass sie es schaffen könnte, den Test zu machen. Aber jetzt ist es zu spät. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, als es passiert ist, hätte ich ihr vielleicht geglaubt. Oh, Jack, es tut mir so leid zu hören, dass sie dir das angetan hat. Ich wusste nicht, dass das passiert ist. Du glaubst wirklich, dass sie mit ihm geschlafen hat, nicht wahr, Mary? Ich sagte ihr, dass ich weiß, was ich gehört habe. Ich will verzweifelt, dass sie mir beweist, dass sie es nicht getan hat, aber jetzt ist es zu spät und vielleicht zu spät für uns. Und wie kann ich ihr verzeihen, dass sie mich so reingelegt hat und mich dann betrogen hat? Mary, ich habe sie so sehr geliebt und hatte immer vor, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen. Aber nach dem, was sie mir angetan hat, weiß ich nicht mehr weiter. Das sieht nicht sehr ermutigend aus. Sie haben das getan, weil sie wussten, dass ich alles hören konnte. Und sie haben mich mit Handschellen an das Rohr gefesselt, damit ich sie nicht daran hindern konnte, sagte ich. Jack, kannst du ihr nicht einfach vertrauen und ihr ihre Dummheit verzeihen, wenn sie einen so beleidigenden Witz macht? Es tut mir leid, Mary. Für mich war es definitiv kein Scherz. Ich kann ihr nicht glauben oder vertrauen, bis sie beweist, dass sie und Brian keinen Sex hatten, aber es wird lange dauern, bis ich ihr wieder vertrauen kann. Es tut mir so leid, Jack. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt beweisen können. Kann ich sie zurückrufen, wenn mir was einfällt? Und Jack, sie hat von einem Freund gehört, dass du einen Anwalt aufsuchst, um dich scheiden zu lassen. Seitdem ist sie wie hypnotisiert. Ich bin nur hier, weil sie sich in den Schlaf geweint hat. Du wirst sie und dich völlig zerstören, wenn du das tust. Ihr seid füreinander geschaffen. Bitte warte. Bitte gib mir ein paar Tage, bevor du sie bedienst. Okay, Mary. Ich werde warten, bis ich von dir höre. Ist das alles, was du sagen wolltest? Und vergiss nicht, ihr diese Fragen zu stellen, sagte ich. Danke, dass Sie sich mit mir treffen, Jack. Ich verspreche, dass ich mich diese Woche bei Ihnen melde. Tschüss, und sie ging. Sergeant Bell kam wie versprochen am nächsten Tag. Nachdem er 3 Berichte über Vorfälle gesammelt hatte, nahm er die Besuche wie versprochen auf. Zuerst dachte ich, ich würde mich freuen, sie leiden zu hören. Aber seltsamerweise hörte ich immer wieder Susans warnende Worte in meinem Kopf. Ich hörte Brians zitternde Stimme und die Art, wie er fast weinte. Flo war hysterexal und nur durch das Eingreifen von Mary, die ihr ein sehr starkes Beruhigungsmittel gab, das sie seit dem tragischen und plötzlichen Tod ihres Mannes aufbewahrt hatte, konnte sie sich schließlich beruhigen und ihre Aussage machen. Susan hielt ihr Wort und sagte zu keinem von ihnen etwas. Mir gefiel nicht, was ich gerade 3 Menschen angetan hatte, die ich liebte, und ich glaube, Sergeant Bell wusste, wie ich mich fühlte. Ich las ihre Aussagen vor und er sagte mir, dass sie meine Aussagen unterstützten, nur dass sie keinen Sex in dem Raum über meinem Kopf hatten. Ich dankte ihm für seine Bemühungen und nahm ihm das Versprechen ab, darüber nachzudenken, wie einsam das Leben ohne den Menschen sein kann, den man liebt. Ich hätte glücklich darüber sein sollen, was ich mit ihnen gemacht hatte, aber ich merkte, dass ich anfing, das Gegenteil zu fühlen. Ich wusste, dass ich bald darauf wieder etwas von Susan hören würde und ich hatte mich nicht geirrt. Ich war im Garten, als Susan von der Arbeit nach Hause kam, in der Einfahrt parkte und auf mich zuging. Sie weinte. Ihr Make-up sah schlampig aus, und als sie hochkam, ging ich zu ihr hinüber und gab ihr mein Taschentuch, um ihre Tränen zu beruhigen.
Ich nahm ihre Hand, führte sie auf die Terrasse und setzte mich zu ihr, während ich ein paar kalte Getränke holte. Als ich zurückkam, drehte sie sich zu mir um und sagte: Jack, der Polizist kam und nahm unsere Aussagen auf. Er hatte Flo bereits gesehen und sie mitgenommen. Dann rief ich Mary an und sie erzählte mir, dass Flo so verängstigt war, als die Polizei vor ihrer Tür stand. Sie hätten nie gedacht, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Ich weiß, du hast Brian jetzt für das, was er getan hat, aber er hatte eine Scheißangst vor dem Besuch der Polizei. Er hatte noch nie einen Strafzettel und jetzt, wo er hier ist, ist das eine Sauerei. Der Polizist machte ein Foto von der Stelle, an der du mit Handschellen gefesselt warst, und zwang Brian, ihm zu zeigen, wie du gefangen gehalten wurdest. Er packte die Handschellen ein und zeigte uns Bilder von deinen Handgelenken. Ich hätte nicht gedacht, dass du so reagieren würdest, und ich habe diesen Ausgang nicht erwartet, Jack. Sie fanden es nicht mehr lustig, als sie in dieser Nacht deine Handgelenke sahen. Mary, es hätte aufhören sollen, lustig zu sein, als sie hörte, wie ich sie anflehte, nicht mit ihm zu gehen. Sie haben beide mein Flehen gehört, sind aber weitergegangen, sagte ich. Es tut mir leid, Jack. Der arme Brian hat die ganze Zeit gezittert und ich bezweifle, dass er jemals wieder einen Witz machen wird, vor allem nachdem sie ihm gesagt haben, dass er im Falle einer Anklage einen guten Anwalt braucht, denn wenn er schuldig gesprochen wird, könnte das zu einer Gefängnisstrafe führen. Sie können immer noch jede Anschuldigung verhindern, richtig, Jack? Bitte, das Gefängnis wird Brian zerstören, sagte sie. Wie er mich ruiniert hat, Susanne, unterbrach ich sie und sagte kalt. So wie er meine Ehe und mein Leben ruiniert hat, Susanne, sagte ich. Susanne schaute schockiert und fuhr dann fort. Jack, bitte tu uns das nicht an mir, Susanne. Sie brach wieder in Tränen aus und fuhr fort. Jack, bitte, ich habe sonst niemanden, keine Familie, niemanden. Brian ist alles, was ich habe, und du und Flo wart meine engsten Freunde. Du warst wie eine Familie für mich, Jack. Ich wäre bereit, alles zu tun, was nötig ist, Jack. Bitte schlafe mit mir, wenn du dich dann besser fühlst, nachdem was passiert ist. Ich ging zu ihr hinüber und umarmte sie, während sie weiter weinte. Jetzt wusste ich, dass meine gute Freundin bereits ein Kollateralschaden war. Die arme Susanne muss verzweifelt gewesen sein, und ich hatte sicher nicht erwartet, dass sie sich mir anbot, um die Sache auszugleichen. Und obwohl sie eine sehr heiße Frau war, liebte ich nur meine Frau. Meine Vergeltung ist zu weit gegangen. Es wäre zu kritisch von mir, mit Susanne zu schlafen, nach allem, was ich über Treue gesagt habe. Ich bedankte mich bei ihr und sagte ihr, dass ich keine Anzeige erstatten würde, solange sie ihnen weiterhin nichts erzählte. Dann beugte sie sich zu mir, umarmte mich und begann wieder zu weinen, was mir wie eine Ewigkeit vorkam. Irgendwann hörte Susanne auf zu weinen, sah mich an und fragte: Was ist mit Flo? Hast du schon mit ihr gesprochen, Jack? Bitte verzeih ihr. Mary hat mir erzählt, dass sie nicht isst und abgenommen hat. Sie sitzt nur da, starrt ins Leere und weint die ganze Zeit. Susanne, ich möchte ihr vergeben. Ich möchte sie wieder lieben, aber ich kann es immer noch nicht. Ich will sie zurück, aber ich brauche immer noch Beweise, dass sie es nicht getan haben. Jeder Beweis wird helfen, sagte ich. Oh Jack, was habe ich nur getan? Ich war so wütend auf sie und auf das, was sie in unserem Bett getan oder nicht getan haben, dass ich die Laken vom Bett nahm und sie wusch. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, auf ihr zu liegen. Ehrlich gesagt, Jack, habe ich keine Anzeichen dafür gesehen, dass sie geschlafen haben, aber ich habe gesehen, dass sie auf dem Bett lagen. Und das passt zu ihren Geschichten. Oh, wenn wir sie jetzt nur überprüfen würden. Ich weiß nicht, wie du Beweise bekommen willst, sagte sie. Weißt du, ich wollte wirklich die Rechnung begleichen und bei dir sein, um dir zu helfen, ihnen zu vergeben. Und dann küsste sie mich auf die Wange und ging nach Hause. Zwei Nächte später machte ich gerade das Licht aus und bereitete mich darauf vor, in mein einsames, leeres Bett zurückzukehren, als ich Marys Auto in die Einfahrt quietschen hörte. Es war noch nicht zu spät, aber was auch immer sie wollte, es musste wichtig sein und ich betete, dass es Flo gut gehen würde. Ich öffnete ihr die Tür. Mary sprang aus dem Auto und eilte auf meine Tür zu. Ich war besorgt und wollte sie gerade fragen, ob es Flo gut ging, als sie anfing, wie wild zu reden. Ich zog sie herein, versuchte sie zu beruhigen und setzte sie an den Küchentisch. Ich reichte ihr eine Flasche Cola, um sie zu beruhigen. Ihre Augen waren aufgeregt und sie atmete tief ein und fing wieder an. Jack, wir haben gerade NCIS im Fernsehen gesehen. Jack, die haben einen Lügendetektor benutzt. Jack, ein Lügendetektor könnte dir die Antworten geben, die du brauchst, damit du deinen Flo zurückbekommst. Was denkst du bitte, Jack, bitte? Sagte sie.
Sie möchte, dass Sie wissen, dass sie bereit ist, einen Lügendetektortest zu machen, um zu beweisen, dass sie nicht lügt, wenn sie sagt, dass Brian nichts passiert ist. Weder ihm noch sonst jemandem ist etwas passiert. Das ist der einzige Beweis, den sie Ihnen anbieten kann, sagte sie. Das war eine neue Richtung, an die ich noch nicht gedacht hatte. Und ich dachte noch ein paar Minuten darüber nach, während Mary mich aufmerksam beobachtete und immer noch an ihrer Coca-Cola nippte. Das klingt für mich normal, aber ich möchte einige Bedingungen stellen. Erstens bedeutet ein Ergebnis, das beweist, dass sie keinen Sex mit Brian hatte, nicht, dass ich sie zurücknehmen werde. Zweitens muss Brian denselben Test machen und seine Ergebnisse müssen mit ihren übereinstimmen. Drittens brauche ich die Zustimmung der Person, die die Tests und Fragen durchführt. Und viertens werde ich nicht für die Tests bezahlen, sagte ich. Das klingt für mich vernünftig, Jack. Aber könntest du sie mit mehr Zuversicht zurückbringen, wenn die Testergebnisse zeigen, dass sie nicht lügen? Fragte sie. Nein, sie hat mir Hörner aufgesetzt und mich tief verletzt. Und selbst wenn ich sie zurücknehme, wird es lange dauern, bis ich dir verzeihen kann, sagte ich. Okay, Jack, ich werde ihr deine Bedingungen geben. Dieser ganze Schlamassel tut mir wirklich leid. Ich wollte sie für ihre Dummheit kritisieren, als sie bei mir aufgetaucht ist. Aber sie war ein so erbärmlicher Anblick, dass ich nicht glaube, dass irgendetwas, was ich sagen könnte, sie noch schlechter fühlen lassen würde. Sie weiß, dass sie eine große Dummheit begangen hat und dass sie dir damit einen großen Schaden zugefügt hat. Vor allem, nachdem ich ihr erzählt habe, was du bei meinem letzten Besuch gesagt hast. Ich möchte ihnen auch sagen, dass sie ihre Kinder angerufen und ihnen erzählt hat, was sie getan hat. Ich glaube, sie waren etwas verärgert, weil sie nicht aufgehört hat zu weinen, seit sie mit ihnen gesprochen hat, sagte sie. Nun, ich gehe besser zurück und überbringe ihre Nachricht. Danke für das Kokain, sagte sie. Nachdem sie gegangen war, setzte ich mich hin und dachte über die Situation nach. Ein Teil meiner anfänglichen Wut hatte sich abgekühlt und ich konnte nun klarer darüber nachdenken, was ich wollte. Ich beschloss, zuerst etwas zu trinken und ging ins Büro, wo mein Schnappschrank stand, füllte ein Glas halb mit gutem Whisky und ging dann in die Küche, um einen Eiswürfel hinzuzufügen. Ohne in meine Wohnung zurückzukehren, wanderte ich durch das Haus und sah mir alles an, was an unser gemeinsames Familienleben erinnerte. Wollte ich wirklich meine Ehe beenden, wenn ich daran dachte, was Sergeant Bell mir über seine Einsamkeit erzählt hatte? Ich wurde durch die Türklingel aus meinen Gedanken und Erinnerungen geweckt. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich unsere Tochter Kate an der Haustür stehen, die sichtlich unglücklich aussah. Heiliger Strohsack, ich dachte, sie hätte gerade entdeckt, dass die Schlösser ausgetauscht worden waren und ihr Schlüssel nicht passte. Ich öffnete die Tür und Kate ging sofort hinein und warf mir einen bösen Blick zu. Warum hast du die Schlösser ausgetauscht, Dad? Und warum gehst du nicht ans Telefon? Es ist spät und ich habe es die ganze Woche versucht und ich musste 150 Meilen hierher fahren, um herauszufinden, was los ist, sagte sie. Es tut mir so leid, Kate. Ich wollte nicht mit deiner Mutter sprechen, also habe ich das Telefon ausgeschaltet. Ich habe von deiner Tante Mary gehört, dass sie dir erzählt hat, was sie getan hat, sagte ich. Ja, und ich bin wirklich sauer auf dich, weil du sie wegen eines Scherzes rausgeschmissen hast. Kannst du ihr nicht verzeihen und sie nach Hause kommen lassen? Fragte sie. Als sie mich anrief, um mir zu sagen, was sie getan hatte, war sie nicht sie selbst, Kate. Es war mehr als nur ein Scherz und ich hatte sie bereits gewarnt, dass mir die Art und Weise, wie sie und unser Freund Brian sich verhalten, nicht gefällt. Aber sie hat nicht auf mich gehört. Aus meiner Mutter habe ich am Telefon nicht viel herausbekommen, aber ich weiß, dass es nur ein Scherz war. Was ist daran so schlimm? Sagte sie. Ich fragte mich, wie viel ich ihr erzählt hatte, aber ich fuhr fort, ihr zu erzählen, was aus meiner Sicht geschehen war. Zuerst erzählte ich ihr von dem Vorfall mit dem Hals, den sie vorhin hatten, und von unseren Diskussionen danach. Dann erzählte ich ihr von ihrem sogenannten verdammten Scherz und krempelte meine Ärmel hoch und nahm meine Bandagen ab, um ihr meine Handgelenke zu zeigen. Oh Daddy, das ist ja furchtbar. War das, als du sie rausgeschmissen hast? Fragte sie. Ja, ich war mir sicher, dass sie Sex hatten. Entweder das oder sie sind sehr gute Schauspieler. Ich verstehe, dass sie es getan haben, und das ist meine Realität, bis das Gegenteil bewiesen ist. Deine Mutter schlug vor, einen Lügendetektortest zu machen, und sie schlug vor, dass Brian ihn macht, wenn die Testergebnisse wahr sind. Ich werde ihr glauben müssen, aber sie hat mich so sehr verletzt. Sie dachten, sie würden mich auslachen und akzeptierten, dass ich ein Pseudoschwächling war, ein Hahnrei wegen ihres sogenannten Witzes. Ich mache mir immer noch Sorgen, dass ich vielleicht nicht mehr mit ihr zusammenleben kann, sagte ich. Es tut mir so leid, Daddy. Ich hoffe, dass du und Mama das durchstehen könnt, denn ich liebe euch beide, trotzdem, was sie getan hat.
Ich versuche das zu erreichen, weil ich deine Mutter so sehr vermisse, aber ich komme immer noch nicht über ihre Respektlosigkeit mir gegenüber hinweg, sagte ich. Okay, Daddy. Ich denke, ich kann nicht mehr verlangen, als dass du versuchst, zu ihr zurückzukehren, jetzt, wo ich weiß, was passiert ist. Ich werde meine Mutter besuchen und sehen, ob ich sie beruhigen kann. Bitte macht eure Handys an, damit ich euch erreichen kann, und ich weiß, dass Alex auch mit euch reden will. Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, worüber wir reden. Er ist oben auf der Arbeit und versucht, dich zu erreichen, nachdem seine Mutter ihn angerufen hat, sagte sie. Okay, Baby. Ich werde jetzt ans Telefon gehen. Nimm mich in den Arm, nahm ich sie in die Arme und drückte sie an mich. Sie war ihrer Mutter so sehr ähnlich, dass es manchmal beängstigend war, und ich liebte sie sehr. Sie war immer mein gutes Kind gewesen. Tschüss, Daddy, sagte sie zu mir, als sie zu ihrem Auto ging. Ich winkte ihr zu, als sie aus der Einfahrt fuhr und die Straße hinaufging. Dann kehrte ich zu meinem einsamen Drink zurück und dachte über diese neue Richtung nach. Schließlich beschloss ich, die Ergebnisse des Lügendetektortests abzuwarten, bevor ich eine Entscheidung traf. Ich nahm an, dass ich nicht darauf vertrauen konnte, einen der Scherzkekse zu testen, um seine Geschichte zu verifizieren, aber ich glaubte nicht, dass es für beide eine Möglichkeit gab, das Gerät zu täuschen. Mary rief mich am nächsten Morgen an und teilte mir mit, dass Flo meinen Bedingungen für einen Lügendetektortest zugestimmt und Brian dazu gebracht hatte, ihr ebenfalls zuzustimmen. Brian erklärte sich bereit, beide Tests zu bezahlen, um seine Reue darüber zu zeigen, dass er Flo den Witz erzählt hatte. Mary gab mir auch den Namen und die Telefonnummer des Testleiters. Meine Wut auf Flo, weil sie Teil des Scherzes war, hatte sich etwas abgekühlt, aber ich fühlte mich so deprimiert. Ich kam langsam zu dem Schluss, dass sie mich vielleicht nicht mehr liebte, obwohl sie beteuerte, wieder mit mir zusammenkommen zu wollen. Ich hatte Angst, wenn ich daran dachte, dass es auf eine einfache Entscheidung hinauslaufen könnte, ob ich eine lieblose Ehe wollte, wenn die Tests bestätigten, dass es keinen Sex gab. Flo versuchte noch ein paar Mal, mich anzurufen, aber ich legte einfach auf, als ich ihre Stimme hörte, und bald erhielt sie die Nachricht. Jedes Mal, wenn ich sie reden hörte, wurde ich schwächer. Danach kommunizierte sie nur noch über ihre Schwester mit mir, und ich erhielt jeden Tag Anrufe von ihr, in denen es meist darum ging, wie leid es Flo tat und dass sie nach Hause wollte. Aber ich sagte ihnen immer wieder, dass ich keine Entscheidung treffen würde, bevor ich nicht einen Lügendetektortest gemacht hätte. Zu dieser Zeit rief mich unser Sohn Alex an und flehte mich an, seiner Mutter zu verzeihen und sie wieder nach Hause kommen zu lassen. Ich versuchte ihm zu erklären, was passiert war und warum ich mich wegen des Verhaltens seiner Mutter so schlecht fühlte, aber er konnte meinen Schmerz nicht verstehen und bestand weiterhin darauf, dass ich sie nach Hause kommen ließ. Ich verstand, dass ich in einer entfremdeten Beziehung zu meinem Sohn enden könnte, wenn sich herausstellte, dass wir geschieden waren. Es war ein gewisser Trost zu wissen, dass unsere Tochter Kate besser verstand, was ich durchmachte und mich sehr unterstützte. Nachdem ich von Mary Informationen über den Namen des Testleiters erhalten hatte, rief ich Freunde in Rechts- und Polizeiangelegenheiten an und erfuhr, dass dieser Mann oft von der Polizei eingesetzt wurde. Man versicherte mir, dass er einen unparteiischen Test durchführen würde. Ich rief ihn an und vereinbarte für den nächsten Tag einen Termin mit ihm. Ich erfuhr, dass er bereits von Flo und Brian kontaktiert worden war und dass er in 2 Tagen den Test für jeden von ihnen durchführen sollte. Beide führten meinen Namen als interessierte Partei an, die befugt war, die gestellten Fragen zu kontrollieren. Am nächsten Tag erklärte ich meinem Chef, dass ich mehr persönliche Zeit bräuchte und ging zum Büro des Prüfungsverwalters. Sein Name war Jack Harland und ich erklärte ihm, was das Problem war und dass er seine Tests abschließen musste, um festzustellen, ob Flo und Brian Sex hatten oder nicht. Wir besprachen die Fragen, die er stellen würde, und er sagte mir, dass er sowohl Flo als auch Brian die gleichen Fragen stellen, die Antworten beider vergleichen und mir dann einen schriftlichen Abschlussbericht geben würde. Er stimmte zu, dass wenn beide den Test machten und die Ergebnisse verglichen würden, sichergestellt wäre, dass es kein Geschlecht gäbe, wenn die Testergebnisse bei beiden übereinstimmten. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wären die Tests ungültig gewesen und ich hätte ihr wahrscheinlich nie wieder vertraut. Die Scheidung wäre unausweichlich gewesen. Hätten die Tests ergeben, dass beide lügen, hätte ich sofort die Scheidung einleiten können. Das war nicht schwer für mich. Ich kehrte zur Arbeit zurück und war zuversichtlich, dass ich der Sache bald auf den Grund gehen und herausfinden würde, ob Sex stattgefunden hatte. Tief im Inneren wusste ich jedoch, dass schwierige Entscheidungen auf mich warteten. In den nächsten 3 Tagen ging ich wie üblich zur Arbeit und blieb lange, damit ich meine Arbeit beenden konnte und nicht in ein leeres Haus zurückkehrte. Ich aß in einem nahegelegenen Diner zu Mittag und als ich nach Hause kam, trank ich Whisky und legte mich in mein kaltes, leeres Bett. Das Schlafen fiel mir schwer
und ich vermisste Flo und die Wärme und Liebe, die sie in unsere Ehe gebracht hatte, bevor der Scherz begann. Zach Harland rief mich am Freitag an und sagte, er würde die Testergebnisse am Morgen abschicken und ich würde sie wahrscheinlich am nächsten Tag erhalten. Er teilte mir die Ergebnisse nicht mit. Er sagte nur, ich solle mich freuen. Ich dachte mir, dass er mir alle Ergebnisse jetzt am Telefon mitteilen könnte. Ich musste den nächsten Tag abwarten. Der Kurier brachte den Umschlag mit den Berichten und mit gemischten Gefühlen setzte ich mich an den Küchentisch und öffnete ihn. Der Umschlag enthielt eine Zusammenfassung von Flo's und Brians Tortur. In dem Bericht wurde festgestellt, dass die Ergebnisse beider Tests mit der Handschellen-Episode übereinstimmten, da kein Sex stattgefunden hatte. Außerdem ergab eine Frage, die ich dem Testleiter stellte, ob sie jemals Sex gehabt hätten, ein negatives Ergebnis. Ich atmete erleichtert auf, aber dann dachte ich, was, wenn ich mit ihr schon zu weit gegangen bin? Ich denke, es ist an der Zeit, sich mit ihr zusammenzusetzen und zu überlegen, wohin wir gehen, denn es war ja nur ein geschmackloser Scherz. Meine Rache war mehr, als ich mir erhoffen konnte, und ich wusste, dass sie nie vergessen würden, was sie getan hatten. Aber jetzt hatte ich auch den Beweis, den ich brauchte, um meine Befürchtungen bezüglich Flo's Untreue zu zerstreuen. Ich wollte mein altes Leben zurück, aber ich wollte meine Selbstachtung bewahren. Wenn es jetzt schief ging, würde ich mir das nie verzeihen. Am frühen Abend rief ich Mary an und bat darum, mit Flo zu sprechen. Nun, es ist soweit, Mary, sagte ich. Nur eine Minute, antwortete sie. Ich hörte ein Gemurmel im Hintergrund und dann ging Flo ans Telefon. Jack, Liebling, bist du das? Fragte sie. Ja, ich bin's, Flo. Wir müssen uns unterhalten. Mary sagt, die Testergebnisse waren in Ordnung. Kann ich nach Hause kommen, damit wir reden können? Fragte ich. Nein, du kannst noch nicht nach Hause gehen, Flo. Ich möchte dich morgen Nachmittag bei Mary treffen. Ist es möglich um 14 Uhr nachmittags? Ich hörte ein Schluchzen und dann eine schwache Antwort. Alles ist in Ordnung, mein Schatz. Ich liebe dich. Wir besprechen das morgen, Flo. Wir sehen uns dann. Tschüss, sagte ich. Als ich den Hörer auflegte, wurde mir klar, dass ich sie sehr vermisse. Ich hörte sie weinen und fühlte mich schlecht. Ich wusste, dass ich in dieser Angelegenheit hartnäckig bleiben und sehen musste, wie die Verhandlungen verliefen. Am nächsten Tag, dem morgigen Sonntag, hoffte ich, meine Familienprobleme bei unserem Treffen lösen zu können. Ich wusste, dass ja morgen in der Kirche noch mehr Fragen gestellt werden würden und dass die Leute wissen würden, dass wir jetzt getrennt waren. Am nächsten Tag war ich um genau 14.00 Uhr bei Mary zu Hause. Ich konnte nicht länger zu Hause warten und fuhr früher als geplant los, um Flo zu treffen. Also wartete ich um die Ecke bis zur vereinbarten Zeit. Mary sah mich, als sie vorbeifuhr, und ich glaube, sie erkannte, wie sehr ich ihre Schwester liebte. Flo öffnete die Tür, als ich die Treppe hinaufging, und ich merkte, dass sie mich beobachtete und auf mich wartete. Sie sah müde und traurig aus, mit dunklen Ringen unter den Augen, und sie hatte in den 2 Wochen, seit ich sie zuletzt gesehen hatte, abgenommen. Es sah aus, als wollte sie mich umarmen. Ich wollte sie auch umarmen, aber ich schüttelte nur den Kopf, als ich das Haus betrat. Ich wusste, wenn sie mich behielt, würde ich sie zurücknehmen, ohne unser Problem richtig zu lösen. »Hallo, Häschen«, sagte sie leise. »Mary ist für ein paar Stunden ins Einkaufszentrum gegangen, damit wir uns unterhalten können. Wo willst du dich hinsetzen?« »Ich habe Kaffee gemacht. Soll ich dir welchen holen?« fragte sie. »Ich denke, wir können uns an den Küchentisch setzen, und ja, eine Tasse Kaffee ist in Ordnung.« Ich folgte ihr in die Küche und setzte mich, während sie den Kaffee brachte. Als sie die Tassen auf den Tisch stellte und ich einen Schluck nahm, setzte sie sich mir gegenüber. »Bevor wir beginnen, möchte ich etwas sagen«, sagte sie. »Ich hatte in den letzten 2 Wochen viel Zeit, darüber nachzudenken, was passiert ist, was dazu geführt hat, und ich bin schockiert und schäme mich für meinen mangelnden Respekt vor dir als meinem Ehemann, Freund und Liebhaber. Ich weiß nicht, warum ich mich auf diese schrecklichen Witze mit Brian eingelassen habe, als wir dich zur Zielscheibe dieser Witze machten. Ich muss verrückt geworden sein und ich möchte, dass du weißt, dass ich einen Psychologen aufgesucht habe, um herauszufinden, wie ich zu dieser Art des Denkens gekommen bin. Ich möchte auch, dass du weißt, dass diese 2 Wochen, in denen ich von dir getrennt war und nicht mit dir kommunizieren konnte, die schlimmste Zeit meines Lebens waren. Sie haben mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe und brauche. Wenn du jedoch entscheidest, dass wir uns trennen müssen, dann werde ich das als Strafe dafür akzeptieren, was ich dir und unserer Ehe angetan habe. Ich werde dich immer lieben, egal was passiert. Ich kann dich als meinen Ehemann nur bitten, mir zu verzeihen und mich als deine Frau anzunehmen. Ich werde dafür sorgen, dass du es nie bereuen wirst, sagte sie.
Ich saß und hörte ihr zu und hörte sie sagen, was ich wusste, dass ich es hören musste, wenn es eine erfolgreiche Versöhnung zwischen uns geben sollte. Ich wusste in meinem Herzen, sobald ich mich mit ihr hingesetzt hatte, dass ich sie zurücknehmen würde, trotz dem, was sie sagte. Sie ging dem Problem direkt auf den Grund und sah sich ihre Unzulänglichkeiten an, die dazu geführt hatten, dass es dazu kam, und was sie tat, um herauszufinden, warum es dazu kam. Dann erinnerte ich mich daran, warum ich sie vor so vielen Jahren geheiratet hatte. Sie war gerade heraus und redete nicht um den heißen Brei herum, wenn ein Problem auftauchte und gelöst werden musste. Jetzt war es an mir, etwas zu sagen. Ich erinnere mich, Flo, sagte ich, und sie sah mich müde an. Ich weiß wieder, warum ich dich geheiratet habe. Du hast mich vervollständigt. Du hast mich ganz gemacht, und das will ich nie vergessen, lächelte sie nun, als ich fortfuhr. Irgendwie sind wir vom Weg abgekommen, aber ich glaube, wir sind wieder zusammen. Ich will nicht die unterwürfige Sklavin zurück. Ich will die Frau zurück, die ich geheiratet habe, und ich will sie nach Hause bringen, wo sie hingehört, damit ich mich wieder ganz fühlen kann. Stand sie von ihrem Stuhl auf und ging mit ausgebreiteten Armen und einem wunderschönen Lächeln auf dem Gesicht vom Tisch auf mich zu. Ich stand auf, um ihr entgegenzukommen, und wir verschmolzen in einer wilden Umarmung. Wir küssten uns. Ich habe meinen Truck mitgebracht, falls ich dich nach Hause bringen möchte. Wie lange wird es dauern, bis du abfahrbereit bist, wenn du deinen Truck in die Garage fährst? Meine ganze Ausrüstung liegt in Taschen und wartet darauf, verladen zu werden, sagte sie. Ich löste mich ein wenig von ihr und betrachtete ihr tränenüberströmtes Gesicht, bevor ich sprach. Sie waren ziemlich selbstbewusst, nicht wahr? Fragte ich. Nein, ich hoffe und bete nur, wie ich noch nie zuvor gebetet habe. Ich wollte keine Zeit verlieren, um nach Hause zu kommen, falls du dich entschließt, mich zu verlassen. Ich brauche so viel Zeit, um es wieder gut zu machen, lächelte sie und sah mir in die Augen, als sie das sagte, und klammerte sich immer noch an mich. Ich liebe dich, sagte ich. Ich weiß und ich liebe dich mehr als das Leben selbst. Geh nach Hause. Wir können nicht wieder zusammenkommen und eine neue, stärkere Verpflichtung zu unserer Ehe eingehen, sagte sie. Ich konnte Brian nicht verzeihen, was er mir angetan hatte, und um mein Problem zu lösen, verkauften wir das Haus, in dem unsere Kinder aufwuchsen, und kauften ein neues, kleineres Haus, das unserem neuen Lebensstil entsprach. Das Leben ist schön. Leider blieben die physischen Narben an meinen Handgelenken für den Rest meines Lebens, und jedes Mal, wenn ich innehielt und sie ansah, wurde ich an den emotionalen Schmerz erinnert, den ich empfand, als sie mich einem so grausamen Scherz aussetzten. Aber es erinnerte mich auch an meine Liebe zu meiner Frau und daran, wie stark sie jetzt war. Ich wusste, dass unsere Verbindung und unsere Liebe zueinander dadurch noch stärker wurden. Ich bemerkte auch oft, wie Flo die Narben betrachtete, und ihre Augen wurden immer trübe. Vielleicht erinnerte sie sich daran, wie sehr sie mich liebte und wie ihr Leben ohne mich in diesen 2 Wochen der Hölle aussah und welchen Schmerz es verursachte. Seltsamerweise hatten wir nachts immer tollen Sex, nachdem sie die Narben gesehen hatte, und ich dachte, dass sie immer noch versuchte, es bei mir wieder gut zu machen. Ich sorgte dafür, dass sie oft sah. Susanne und ich sind immer noch gut befreundet und sehen uns regelmäßig, aber ich bin nie auf ihr Angebot eingegangen. Sie erinnert mich immer daran, dass sie Brian immer noch zurückzahlen muss, was er getan hat, und dass sie mir einen Freifahrtschein fürs Leben gegeben hat. Oh, bevor ich es vergesse, Susanne hat uns erzählt, dass Brian den Leuten keine Streiche mehr spielt.